Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Sendung am Freitagabend hier bei BLK TV. In unserem ersten Beitrag, da schauen wir im Hohen Mölsner Rathaus vorbei. Am Mittwoch gab es dort hohen Besuch. Die Bundeswehr hatte sich beim Bürgermeister angemeldet. Was der Grund des Besuches war, das verraten wir Ihnen jetzt. Nach langer Zeit der Planung erfolgte am Mittwoch die Patenschaftsschließung zwischen der Stadtverwaltung Hohenmölzen mit der 3. Kompanie des Sanitätsregiments 1 der Bundeswehr. Aktuelle Informationen aus dem Burgenlandkreis, die haben wir für Sie kompakt zusammengestellt und hier ist er, unser Nachrichtenblock. Am vergangenen Samstag waren die beiden Jugendwarte Enrico Geisler und als Weihnachtsmann Marcel Schaffernicht in doppelter Mission unterwegs. Da wegen der Covid-19-Bestimmungen keine Weihnachtsfeier stattfinden konnte, fuhren die beiden zu allen 31 Mitgliedern der Jugendfeuerwehr Hohenmölsen und überbrachten ihnen Weihnachtsgeschenke. Viele Eltern bedankten sich für die großartige Aktion beim Jugendwart Enrico Geisler. Als Dankeschön für die ehrenamtliche Arbeit erhielten die beiden ebenfalls Präsente wie Kaffee oder süße Leckereien. Gleichzeitig sammelten die beiden Kameraden selbstgebastelte Weihnachtssterne von den Kindern und Jugendlichen ein. Mit diesen Sternen wurde der Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz in Hohenmölsen geschmückt. Ein Foto davon soll zur Jugendfeuerwehr Sachsen-Anhalt gesendet werden, um bei deren Aktion teilzunehmen. Aus den eingesendeten Fotos soll der Jugendfeuerwehr Sachsen-Anhalt Weihnachtsbaum entstehen.
Wohin mit dem Baum? Am 7. Januar 2021 führt die Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt Süd ab 6 Uhr eine einmalige Sammelaktion von Weihnachtsbäumen im Stadtgebiet Weißenfels durch. Die im Einzugsgebiet des Wertstoffhofes Straße am Wehr und des Kompostwerkes Johannes-Reiß-Straße wohnenden Bürger werden gebeten, die Weihnachtsbäume dort abzugeben. Die Weihnachtsbäume sollten vom 5. bis 7. Januar bis 6 Uhr sorgfältig abgeputzt auf den Bereitstellungsflächen abgelegt werden. Dann werden die Bäume an den Entsorgungstagen von Mitarbeitern der Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt Süd per Sperrmüllfahrzeug eingesammelt. Container werden nicht aufgestellt. Rekomöbel. Wir bringen Farbe in Ihr Leben. Wenn Sie jeden Morgen diesen Ausblick sehen und die Vögel zwitschern hören wollen, dann müssen Sie nicht in den Urlaub fahren. Kommen Sie nach Hunmölzen und erleben Sie den besten Ausblick über den Stadtpark. Schöne Aussichten, Wobau Hunmölzen. Seit Mittwoch gilt auch in unserem Bundesland der sogenannte Lockdown. Über die aktuellen Entwicklungen und Vorschriften informierte der Landrat des Burgenlandkreises in einer virtuellen Pressekonferenz. Neu ist für uns alle in Sachsen-Anhalt ein Alkoholverbot im öffentlichen Raum. Es ist ab sofort verboten, im öffentlichen Raum Alkohol auszuschenken und zu verzehren. Das heißt, Alkohol kann nur noch in verschlossenen, abgeschlossenen Gefäßen verkauft werden. Das spielt für uns im Burgenlandkreis durchaus eine Rolle, weil wenn jetzt normale Zeiten wären, am 4. Advent planmäßig auch die Veranstaltung Advent in den Weinbergen in Rossbach und Umgebung stattgefunden hätte. Das ist mit dieser Regelung nicht möglich. Das heißt, diese Veranstaltung findet unabhängig von der Personenzahl, die sich dort bewegt, nicht statt. Und es ist eben auch nicht möglich, dort Alkohol zu erwerben, zum Verzehr auf dem Weg. Wir werden das auch entsprechend kontrollieren. Leider kann in diesem Jahr also der Advent in den Weinbergen in keinster Weise stattfinden. Das wollte ich nochmal ganz deutlich zum Ausdruck bringen. Wir kommen jetzt zu einem Thema, das uns in den nächsten Tagen ja auch stark betreffen und vielleicht auch ja, beeinträchtigen wird. Das Weihnachtsfest steht vor der Tür und es ist üblich, dass ganz, ganz viele Menschen am Heiligen Abend, an den Weihnachtsfeiertagen auch, aber besonders am Heiligen Abend, in die Gottesdienste oder in die heiligen Messen strömen. Und das ist natürlich auf der einen Seite gut, wünschenswert, unsere Tradition oder auch unser Glauben. Aber auf der anderen Seite steht das auch diametral dem Infektionsgeschehen gegenüber. Deshalb gibt es leider auch im Burgenlandkreis strengere Regelungen für Gottesdienste zu Weihnachten und am Heiligen Abend als in anderen Teilen des Landes Sachsen-Anhalt. Bei uns ist es zusätzlich nicht möglich, dass wir in geschlossenen Räumen, also insbesondere in den Kirchen, Gesang durchführen und Bläsermusik machen. Gesang jedenfalls nicht, soweit es sich um den Gemeindegesang handelt. Und das sind schon sehr einschneidende Regelungen, die die Religionsausübung auch stark betreffen. Und deshalb ist Frau Sobotka-Wernke auch heute hier, um die Lage aus Sicht, in ihrem Fall des Kirchenkreises Naumburg-Zeitz, auch zu beschreiben. Und deshalb würde ich Ihnen gerne, Frau Sobotka-Wernke, jetzt das Wort übergeben. Auf alle Fälle wollen wir etwas anbieten an Weihnachten. Aber
Noch ist an vielen Orten im Schwange, wie genau das aussehen wird. Die schlichteste Form an vielen Orten wird sein, die Kirchen sind geöffnet, Licht brennt, die Kirche ist geschmückt. Also mit diesem Licht in den Kirchen wollen wir in der schlichtesten Form Weihnachten feiern. Aber ergänzend dazu gibt es eine ganze Vielzahl von Angeboten, angefangen von Fernsehgottesdiensten am Heiligabend und auch am ersten Weihnachtstag, die jetzt vorbereitet werden mit Mitarbeiterinnen, Kolleginnen und Kollegen und dann als Weihnachtsgottesdienst oder Christfestbar aus der Region für unsere Region ausgestrahlt werden, zu verschiedenen Zeiten. Und schon hier sei mir der Hinweis erlaubt, bitte informieren Sie sich alle nochmal tagesaktuell im Internet auf der Seite des Kirchenkreises zum Beispiel oder auch auf den Homepages der Pfarrbereiche. Da ist dann nochmal aktuell das, was dann wirklich stattfinden wird. So viel zum bevorstehenden Weihnachtsfest und der Betroffenheit auch der Kirchen- und Religionsgemeinschaften im Burgenlandkreis. Bevor wir jetzt zur Fragerunde der Journalisten kommen, will ich noch kurz auf unser Impfzentrum hinweisen, das im Burgenlandkreis derzeit vorbereitet wird und sozusagen in die unmittelbare Vorbereitung für die dezentralen Impfungen jetzt eintritt. Wir werden morgen dazu eine gesonderte Besichtigung des Impfzentrums für wenige Pressevertreter durchführen. Das Impfzentrum wird, das kann ich sagen, im Gewerbegebiet in Zorbau eingerichtet werden, unmittelbar an der A9. Das ist logistisch gesehen, glaube ich, für viele Bewohner des Burgenlandkreises dann gut zu erreichen. Aber ich will auch deutlich machen, so weit sind wir nicht. Also niemand muss jetzt zum Impfzentrum kommen, weil Impfstoffe erstens noch nicht da sind und zweitens die Verimpfung der ersten Impfstoffe dezentral, vor allen Dingen in den Alters- und Pflegeheimen stattfinden wird. Und es ist jetzt noch nicht an der Zeit, dass wir im Impfzentrum selber Personen impfen werden. Darüber werden wir dann rechtzeitig informieren. Herr Günther, möchten Sie etwas fragen? Dann, ich schalte mal Ihr Mikrofon an. Ja, vielen Dank. Ich wollte mich ja nach dem Impfzentrum erkundigen, weil uns da auch Leser gefragt haben, wie weit der Stand der Dinge ist. Der Burgenlandkreis sei wohl einer der beiden, die im Land Sachsen-Anhalt bislang überhaupt noch nichts unternommen hätten, dieses Impfzentrum einzurichten. Und da gab es große Kritik. Das ist ja völlig nur Quatsch. Also wir haben jetzt kein großes Presseprimborium bisher um das Impfzentrum gemacht, aber wir haben ja für morgen zu einem Pressetermin direkt ins Impfzentrum eingeladen und da können sich ja dann alle auch ein Bild davon machen, wie weit das Ganze vorangeschritten ist. Wir sind für die mobilen Impfung, wenn das jetzt ab Weihnachten oder kurz nach Weihnachten beginnen sollte, einsatzfähig und können dann die Impfung entsprechend auch durchführen. Ich habe bewusst nicht schon seit Wochen den Standort des Impfzentrums öffentlich gemacht, weil dazu gehört, dass man vorher Verträge schließt, dazu gehört, dass man entsprechende Preise auch sicher hat und vereinbart hat. Und da ist es überhaupt nicht hilfreich, wenn man da sozusagen jeden Planungsstand und jeden Vertragsentwurfsstand öffentlich macht. Aber jetzt ist das alles unter Dach und Fach und insofern können wir dann auch klar sagen, auch der Burgenlandkreis hat natürlich ein Impfzentrum, an dem Thema arbeiten wir schon seit einigen Wochen. Nochmal eine ganz andere Sache, und zwar am Schlachthof in Weißenfels hatten wir ja ein Infektionsgeschehen, das sich jetzt, vermute ich, ohne die Zahlen ganz genau gesehen zu haben, deutlich entspannt hat. Das wäre interessant, vielleicht dann noch zwei Sätze zu verlieren, ob das der Fall ist. Und dann hatte ich aus den Zahlen gehört, dass es in Zeitz wohl jetzt dort eine Häufung gab, so hatte ich das vorhin verstanden. Ob man da vielleicht noch was zu den Ursachen sagen kann, das wäre nett. Vielen Dank soweit von mir. Also zu Zeitz müsste Frau Dr. Schmidt was sagen, zu Weißenfels.
muss ich sagen, ja, wir sind da auf einem sehr guten Weg. Wir haben jetzt eine 7-Tage-Inzidenz jetzt nur von der Stadt, ne, von 308. Also liegen jetzt wieder deutlich unter den Werten, die wir mal gesehen haben. Und da geht das Infektionsgeschehen eben zurück. Ich führe das eben auch auf Maßnahmen zurück, die wir im Zusammenhang mit dem Schlachthof in Weißenfels ergriffen haben. Also die Maskenpflicht, die wir dort im öffentlichen Raum generell im Weißenfels haben, auf die Regelung zur deutlichen Verschärfung der Quarantäneüberwachung, die dort stattfinden, teilweise tägliche Kontrollen und auch die Möglichkeit, dass wir dort Infizierte dann aus der Wohnumgebung auf freiwilliger Grundlage herausnehmen. Das funktioniert in weiten Teilen sehr gut und dass gleichzeitig die Reihentestung am Schlachthof weiter stattfindet, natürlich immer wieder auch zu positiven Fällen führen, wenn Sie so eine große Zahl von Personen testen, ist klar, aber die Gesamtzahl geht im Moment weiter runter und das macht uns eigentlich hoffnungsvoll, dass wir in Weißenfels eine gewisse Normalität, die sich dann mit den anderen Städten und Gemeinden im Landkreis ja jetzt schon einordnet, kommen. Im Moment ist die Infektionslage eher in Treusiger-Zelzer Forst noch sehr hoch, was aber an einem Heim, von dem Sie schon gesprochen haben, ja liegt. In Zeitz ist es so, dass die Infektionslage noch unterdurchschnittlich bei 275 jetzt, nee, etwas überdurchschnittlich ist, die damit ja liegt. Und da könnten Sie vielleicht, Frau Dr. Schmidt, noch mal was dazu sagen. Ja. Also in der Stadt Zeitz, wie gesagt, es gibt noch zwei Pflegeheime in Zeitz, die einige positive haben, wo aber jetzt am demnächst die Quarantäne auflaufen wird. Das ist natürlich in Zeitz einmal das St. Marienstift und die Stiftung Seniorenhilfe, wo positive Bewohner und auch positive Pflegekräfte natürlich mit zur Stadt Zeitz zählen. Ansonsten muss man sagen, dass die Fälle häufig Einzelpersonen betrifft, Familienverbünde. Also es ist jetzt nicht definiert zu sagen, dass es auf ein Infektionsgeschehen in einem Bereich zurückzuführen sein könnte. Schnee zu Weihnachten ist in unseren Breiten ja selten geworden. Nur ganze 6 Mal in den letzten 100 Jahren gab es flächendeckend Schnee bei uns. Die folgenden Bilder der Kameraleute des Weißenfelser Filmreporters aus dem Anfang der 60er Jahre zeigen, dass es doch Schnee zum Fest gab. Wintersport, Eisbahn. So kurz wie hier im Bild festgehalten, so kurz kommen auch die Schlittschuhläufer in Weißenfels weg. Fragezeichen, wo ist denn nun die Eisbahn? Und Rodelmöglichkeiten? Jede kleine Anhöhe wird benutzt, um ein bisschen Schlitten fahren zu können. Oftmals sogar unter Gefährdung des Verkehrs und unter eigener Gefahr. Die einzige gute Möglichkeit ist immer noch die sogenannte Markwerbener. Aber auch hier ist die Sache sehr gefährlich, weil keine Aufsicht vorhanden ist. Sicher macht es Freude, in sausender Schussfahrt die Kurve zu nehmen. Und hat man sie bewältigt, ist man stolz, so ein Könner zu sein. Aber so eine Kurve kann dem Nichtkönner sehr bald zum Verhängnis werden. Unser Bild zeigt so ein nahendes Verhängnis. Man möchte behaupten, auch in der Jugend unseres Kreises befinden sich Talente, die einmal in die Fußtapfen von Ilse Geißler oder Helmut Recknagel treten könnten. Aber wo sind die Trainingsmöglichkeiten? Könnte man sie im nächsten Jahr und im Winter nicht organisieren? Mancher wird gesagt haben, dieses Eis auf unserer Saale wird uns noch zu schaffen machen. Aber Einheiten der deutschen Volkspolizei sorgten dafür, dass der gesamte Flusslauf der Saale schnell eisfrei wurde. Sprengkommandos sprengten überall, auch in unserem Gebiet des Flusslaufes.
Nach der Sprengung bahnten sich die großen Eisstücke ihren Weg und rissen alles mit fort, was sich ihnen in den Weg stellte. So kam es, dass unsere Saale fast über Nacht eisfrei wurde. Dieser gewaltige Eisgang bot den Spaziergängern entlang der Saale ein herrliches Schauspiel. Dieser Streifen wird noch nach Jahren daran erinnern, mit welcher Gewalt der Winter 1962-63 herrschte, aber auch davon zeugen, wie die Menschen sich den Naturgewalten entgegenstemmen und sie beherrschen. Schön war der Wintersport für unsere Jugend. An den Hängen der engeren Umgebung unserer Stadt ließ es sich ausgezeichnet rodeln. Aber das ist jetzt vorbei. Und langsam trifft man schon wieder Vorbereitungen für Sportarten, die im Sommer betrieben werden. Schön ist der Winter, aber auch oft von vielen unliebsamen Erscheinungen begleitet. In den Morgenstunden des 14. Januar wurden viele Bürger aus Weißenfels und Umgebung durch die Glatteisbildung auf unseren Straßen überrascht und konnten teilweise sogar ihre Arbeitsstelle durch Ausfall des Berufsverkehrs nicht erreichen. Durch anhaltenden Regen wurde, obwohl viele Streuwagen eingesetzt waren, um die Straßen in befahrbaren Zustand zu halten, die Fahrbahn sofort wieder mit einer Eisschicht überzogen, sodass wieder Fahrbahnglätte zu verzeichnen war. Viele alte Weißenfelser können sich nicht erinnern, jemals so ein Glatteis in unserer Stadt erlebt zu haben. Aus vielen Betrieben stellten sich freiwillige Helfer zur Verfügung, um bei der Streuung der Straßen behilflich zu sein. Den freiwilligen Helfern muss Dank und Anerkennung ausgesprochen werden. Hey Schnucki, was machst denn du? Ich schaue Angebote durch. Ich hab deine Idee, komm mal mit. Warte, ich brauche noch meine Angebote. Machen auch Sie Schluss mit lästigem Prospektewälzen. Im E-Center Hinze bekommen Sie immer alles frisch, günstig und von vielen regionalen Erzeugern. Wie zum Beispiel Obst und Gemüse, Lebensmittel, Freiburger Weine und Naumburger Bier. Entscheiden auch Sie sich bewusst fürs Einkaufen und Genießen in Ihrer Heimat. Wir lieben Lebensmittel und freuen uns auf Ihren Besuch. Ihr E-Center Hinze in Naumburg. Moin Großer, alles Gute zum 18. Sei nicht traurig. Freu dich auf deine Freiheit. Ab heute stressfrei wohnen bei der WVW. Das Geheimnis der Farben und der Düfte haben wir für euch, für euren Erfolg, für eure Lieben in der Adventszeit parat. Visitenkarten mit Duft, was ganz Besonderes. Simon Werbung Weißenfels, ihren Erfolg im Blick. Das zu Weihnachten und übers ganze Jahr. Wir wünschen euch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Der Profisport bleibt auch im zweiten Lockdown weiter erlaubt. Die Profiligen laufen weiter. Also gibt's jetzt zum letzten Mal in diesem Jahr unser Handballmagazin 7 Meter. Also ab
auf die Platte. Die neue Ausgabe 7 Meter startet mit einer neuen Masterclass. Lemgos Bjarkima Ellison zeigt uns, was man bei einem Heber beachten sollte. Ich zeige euch jetzt, wie ihr die richtigen Heber macht. Das fängt an wie ganz normale Wurf von außen. Zuerst laufe ich an, springe rein, aber wenn der Tor da rauskommt, dann ist gute Chance, einen Heber zu machen. Ich mache das so, dass ich mache so leichte Körpertäuschung, wie ich einen normalen Wurf mache. Aber dann strecke ich die Ellbogen durch und mache mit der Handgelenk so ein und bis die Finger hier ein leichtes Spin auf den Ball und hebe den so. Das ist das Ziel, auch den Torhüter in Bewegung zu kriegen. Vielleicht ein Bein heben oder sowas, dann ist es schwieriger zurückzulaufen. Sonst musst du einfach viel Selbstvertrauen haben. Bjarki springt ganz hoch, springt hoch und wartet dann einfach, was ich mache jedes Mal. Für mich war das immer, als ich jung war, war ich einfach immer mit Ball in der Hand. Dann kannst du so diese Zusammenspiele üben, einfach zu Hause oder egal wo du bist. Eine Übung kannst du auch so Bank auf die Tor stellen und einfach dich auf die 6-Meter-Linie hinstellen und einfach die Übung machen. Und immer wieder. Ich glaube, dass je öfter du das machst, je besser kriegst du das hin. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Masterclass und viel Erfolg beim Ausprobieren. Vom Heber geht es jetzt wieder zu unseren langen Bällen quer durch die Halle. Christopher Rudeck tritt für den Bergischen HC in unserer Club-Challenge an. Auf die Plätze, fertig, los! Mit 9 von 10 bin ich nicht ganz zufrieden. Der zweite ärgert mich, wobei ich hoffe, ich kriege einen Bonuspunkt für den ohnehin gucken, weil das war ja schon dann eine Leistung. Einen Bonuspunkt gibt es nicht. Trotzdem übernimmt Christopher Rudeck mit seinen 9 Treffern die Führung in der Club-Challenge-Wertung. Lukas Diedrich rutscht damit auf den 2. Rang. Und damit kommen wir zu einer neuen Traumsieben. Simon Jeppsson, schwedisches Rückraumass des HC Erlangen, hat sie für uns aufgestellt. Hallo, ich heiße Simon Jeppsson. Ich bin ein Spieler in die HC Erlangen. Ich komme aus Schweden und das hier ist mein Traum 7. In Tor habe ich, meine Französisch ist nicht so gut, aber Thierry Omeyer gewählt, weil er einfach die Top-Weltklasse-Niveau so lange gehalten hat und man sieht ja schon deutlich, was er gewonnen hat, auch in der Nationalmannschaft, auch in die Vereingesichter. Ich finde, das ist ein perfekter Torwart. Links außen habe ich die Däne Lars Christiansen gewählt. Er ist einfach einer von den besten Linksaußen aller Zeiten und ich habe auch die Ehre gehabt, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ein Jahr in Flensburg und der war einfach ein richtig cooler Typ und ist auch ein richtig guter Kandidat für die 7 Meter werfen. Rückraum links habe ich Nikola Karabatic. Ein bisschen wie Omeyer, sind ja ungefähr das gleiche Jahrgang und ja, man sieht einfach,
wie erfolgreich er war während der ganzen Karriere und ist jetzt leider verletzt, aber hoffentlich sehen wir ihn wieder gleich auf dem Platz. Rückraum Mitte habe ich schwedische Kollege Stefan Löfgren gewählt. Auch einer von den besten Mittelmännern aller Zeiten, finde ich. Ein kompletter Spieler und gibt es nichts mehr viel zu sagen. Rückraum rechts habe ich Kim Andersson. Nicht nur, weil er ein kompletter Handballspieler ist, aber auch, weil er ein richtig guter Typ ist und ein sehr, sehr toller Mensch. Ich glaube, eine WM war das, waren wir Zimmerkollegen. Und ich erinnere, dass er hat gefragt, ob er meine Wäsche mitnehmen konnte zum Wäschesack. Und ich habe nur, ja, der ist ja Kim Andersson. Ich bin ja nur 24-jähriger Simon Jeppsson. Also das war schon ein bisschen was. Aber der ist einfach ein richtig guter Typ auch. Rechts außen habe ich auch einen schwedischen Kollegen, Mattias Zackrisson. So ein Schade, dass er seine Karriere aufhören müsste, so früh, wegen einer Verletzung. Das war einfach zu früh für ihn, finde ich. Der hat so viele gute Jahre gehabt. Der, finde ich, der gehört auf die Rechtsaußen. Kreisläufer habe ich, der vierte Schwede in der Mannschaft, glaube ich. Magnus Wislander. Man muss nicht so viel sagen über ihn, glaube ich. Der war ja gewählt als der beste Handballspieler. Dann hat man einen Platz in meine Traumsieben. Egal, ob er Schwede ist oder nicht. Das war's mit 7 Meter in diesem Jahr. Die nächste Ausgabe gibt es nach der Weihnachtspause am 13.01.2021. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2021. Was gibt es Schöneres als eine tolle und tiefgekühlte Winterlandschaft? Zum Schluss der Sendung nehme ich Sie mit auf den tief verschneiten Weihnachtsmarkt in Naumburg. Nein, ich will Sie nicht aufs Glatteis führen. Die Aufnahmen entstanden bereits im Dezember 2010. Also träumen wir uns gemeinsam zurück in ein wunderschönes Winterwunderland. Thank you.
Ja, und das war sie schon wieder, unsere Sendung am Freitagabend. Ja, und was bleibt mir jetzt noch? Das war unsere letzte offizielle Sendung für dieses Jahr. Wir machen jetzt ein bisschen Pause, aber Sie müssen nicht aufs Programm verzichten, denn am kommenden Dienstagabend geht's hier schon weiter und dann kommt der erste Teil unseres Jahresrückblicks auf das Jahr 2020. Also, haben Sie ein schönes Weihnachtsfest, wünsche ich Ihnen jetzt noch. Bleiben oder werden Sie gesund? Und wenn Sie Nachrichten sehen oder lesen möchten, dann schauen Sie mal bei uns vorbei unter blk-regional.tv oder ganz schnell auf unserer Seite bei Facebook. Also dann, vielen Dank für ein schönes Jahr 2020. Machen Sie es gut, schöne Weihnachtsfeiertage. Tschüss und auf Wiedersehen.